Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Update. Ich hatte darauf spekuliert und nun ist es bestätigt worden. Es gibt große Änderungen an Kriegen, Open World PvP und Gebietskontrolle. Einen Punkt würde ich gerne direkt aus dem Weg räumen, bevor die ganze Kommentarsektion nur noch aus "Die sollen erstmal die Fehler fixen" besteht. In einem Entwicklerstudio arbeiten unterschiedliche Teams an unterschiedlichen Dingen. Es kann also durchaus neuer Content als auch Balancing entwickelt werden, während grobe Fehler in anderen Bereichen behoben werden. Das machen unterschiedliche Teams. Stellt euch einfach vor, ihr bekommt während einer Operation die Haare geschnitten. Da wollt ihr auch nicht, dass dem Chirurg oder der Chirurgin vom Kopf aus geholfen wird. Und damit direkt in die Änderungen. Amazon Games ist der Meinung, dass Open World PvP ganz gut aufgestellt ist, aber an manchen Stellen noch Luft nach oben hat. So denken sie, und das würde ich unterschreiben, dass die 10% Erfahrungsbonus beim Leveln bis Level 60 einen merkbaren Unterschied ausmachen. Allerdings geben sie auch zu, dass ab Level 60 die Anreize, sich für PvP zu flaggen, mehr oder weniger verschwinden. So wird in einem der nächsten Updates das Glück erhöht und die Reparaturkosten werden allgemein verringert, falls ihr euch ab Level 60 für PvP flaggt. In einem späteren Update soll dann folgen, dass Open World PvP-Siege euer Watermark erhöhen können. Für die Zukunft plant Amazon Games weitere Aktivitäten im Open World PvP, die zu mehr Aktionen auf der gesamten Karte führen sollen. Und damit sind nicht neue PvP-Quests gemeint. Hierzu gibt es bereits jetzt gute Neuigkeiten, denn bald sollen neue Quests kommen. Weiterhin führen die Entwickler aus, dass ihnen bewusst ist, dass es schwer zu erkennen ist, ob Verbündete ebenfalls für PvP geflaggt sind und euch theoretisch Rückendeckung geben können. Dieses visuelle Problem, sowie das Problem, dass man schwer erkennen kann, ob Zauber und Geschosse von Verbündeten oder Gegnern kommen, sollen in späteren Updates behoben werden. Bei den Kriegen starten die Entwickler mit einer Entschuldigung für das bisherige Spielerlebnis. Lag und Exploits wie der Unverwundbarkeitsexploit haben zu viel Frust geführt. Der dieswöchige Patch soll hier Abhilfe schaffen. Noch erwähnt Amazon Games hier zwar keine konkreten Änderungen, aber alle großen Fehler sollen mit dem Patch behoben werden. Wir werden sehen, welche das sind. Weiterhin wird nichts an der Häufigkeit der Kriege und dem Balancing zwischen Verteidigern und Angreifern geändert. Kriege können weiterhin maximal alle 2 Tage stattfinden und es soll explizit schwierig sein, für eine Fraktion mehr als ein Gebiet zu halten. So gewinnt zu 80% die Verteidiger und das ist laut den Entwicklern auch so geplant. Für all diejenigen, die der Meinung sind, dass die Kommunikation und Koordination innerhalb der Kriege zu unübersichtlich ist, verspricht das New World Team Änderungen in der Zukunft. Aber die kommenden Patches werden hier noch keine Abhilfe schaffen. Bei der Gebietskontrolle sehen die Entwickler im Moment auf den meisten Servern eine gesunde Verteilung zwischen den Fraktionen und es sind 2 Systeme im Spiel, die das so beibehalten sollen. Erstens ist es beim Fraktionswechsel nur möglich, in eine der nicht dominierenden Fraktionen zu wechseln und weniger stark vertretene Fraktionen bekommen mehr Einfluss durch PvP-Quests. Eventuell wird das letztere System in den kommenden Wochen ein wenig angepasst. Außerdem haben die Entwickler die allgemeine Balance der Fraktionen im Auge und bereits ein paar Dinge in der Hinterhand, falls diese aus dem Ruder geraten sollte. Als letzten Punkt wird das Team eine Mechanik in das Spiel bringen, welche die Steuereinnahmen fairer verteilt. Das ist nötig, da gewisse Orte, wie zum Beispiel Everfall, mehr Einnahmen erzielen, während andere Orte nicht so beliebt sind und darum auch weniger ausgebaut werden. Was haltet ihr von den Änderungen? Werdet ihr wieder mehr PvP spielen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Viel Spaß beim Leveln und Craften. Euer Zali.